Glauben Sie, dass Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen? Ist es leicht, Sie zu manipulieren? Bevor Sie antworten, lassen Sie mich Ihnen etwas zeigen. Ich werde die Eigenschaften von zwei Personen beschreiben. Zu jeder der beiden werde ich Ihnen 5 Wörter nennen. Während ich die Wörter sage, versuchen Sie zu entscheiden, wer ein böser und wer ein guter Mensch ist. Bitte notieren Sie die erste Antwort, die Ihnen in den Sinn kommt. Okay? Bereit? Erste Person. Liebe. Sorge. Gewöhnlich. Nehmen. Dunkel. Zweite Person. Dunkelheit. Nehmen. Gewöhnlich. Pflege. Liebe. Ich bin sicher, dass die meisten von euch dachten, dass die erste Person gut und die zweite böse ist. Aber die Worte, die ich für beide Personen gesagt habe, sind dieselben. Ich habe einfach die Reihenfolge der Wörter geändert. Und Sie haben eine völlig falsche Entscheidung getroffen. Um zu erklären, warum wir so leicht manipuliert werden können und falsche Entscheidungen treffen, werde ich das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann vorstellen. Kahnemann ist ein Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe, der 2002 den Nobelpreis für seine Arbeit auf dem Gebiet der Ökonomie erhielt. Die Informationen in diesem Buch sind einfach umwerfend. Der Preis, den Sie bezahlen werden, wenn Sie dieses Buch nicht lesen, ist sehr hoch, unabhängig von Ihrem Beruf. Es kann Sie davor bewahren, schlechte Entscheidungen zu treffen und große Summen Geld zu verlieren. Der Autor beginnt das Buch mit einer Einführung in die Konzepte von System 1 und System 2. Um es einfach zu machen, möchte ich es Ihnen so erklären. Es gibt zwei Personen, die in Ihrem Gehirn sitzen. Die erste Person wird System 1 genannt und die zweite Person heißt System 2. System 1 arbeitet automatisch, intuitiv, unwillkürlich und mühelos. Stellen Sie sich System 1 als Ihren Schulkameraden vor, der in der Klasse immer viel redet, nicht nachdenkt, bevor er spricht, sehr wenig weiß, sich aber beeilt, jede Frage zu beantworten. Der Gegensatz dazu ist System 2, das sehr langsam ist, denn es muss sich konzentrieren, rechnen, analysieren und überlegt handeln. Und System 2 ist wie ein anderer Mitschüler, der schweigend in der Ecke sitzt, nicht sehr sozial ist, normalerweise nicht viel spricht, aber sehr intelligent ist. Vom evolutionären Standpunkt aus gesehen, sind beide Systeme wichtig. Ein Beispiel. Wenn wir System 1 nicht hätten, würden wir nicht automatisch weglaufen, wenn wir einen Bären sehen. Und wenn wir System 2 nicht hätten, wären wir nicht in der Lage, uns zu konzentrieren und komplexe Probleme zu lösen. Jedes System hat seine Aufgabe, aber Probleme entstehen, wenn wir das falsche System für die falsche Aufgabe verwenden. Meistens reagiert das System 1 vor System 2 und verleitet uns zu falschen Entscheidungen. Das liegt vor allem daran, dass System 2 sehr langsam ist und nicht schnell genug reagiert. Nach der Einführung von System 1 und System 2 spricht der Autor über verschiedene Voreinstellungen, die einen Widerspruch zwischen diesen beiden Systemen verursachen. Eine ist unsere Voreingenommenheit, über die Kahnemann spricht und wird Priming genannt. Priming bedeutet einfach, dass die Summe ihrer Eindrücke und Erfahrungen das Verhalten und die Entscheidung für die nachfolgende Sache beeinflussen. Das kleine Experiment, das wir am Anfang des Videos durchgeführt haben, ist ein perfektes Beispiel dafür. Das erste Wort hat ihr Denken und ihre Entscheidungen beeinflusst. Als Sie das erste Wort für die erste Person hörten, waren Sie sich zu 90% sicher, dass diese Person ein guter Mensch ist. Nach dem zweiten und dritten Wort waren Sie sich bereits zu 100% sicher und trafen Ihre endgültige Entscheidung. Wort 4 und 5 hatten fast keinen Einfluss mehr auf Ihr endgültiges Urteil. Das Gleiche geschah bei der zweiten Person. Es gibt ein berühmtes Weinexperiment, bei dem an manchen Tagen französische Musik im Restaurant gespielt wurde und die Leute mehr französischen Wein kauften. An anderen Tagen spielten sie deutsche Musik und die Leute kauften mehr deutschen Wein. Ein einfacher Wechsel der Musik änderte das Kaufverhalten der Leute völlig. Lassen Sie uns nun sehen, wie wir Priming in unserem täglichen Leben zu unserem Vorteil nutzen können. Ein Beispiel. Wenn Sie aufwachen und sich in Ihrem Zimmer umsehen, sehen Sie dann die Dinge, die Ihnen ein gutes Gefühl geben und Sie glücklich machen? Wenn nicht, wird sich das auf Ihren ganzen Tag auswirken. Wenn Sie sich nach dem Aufwachen 2 Minuten Zeit nehmen und für die Dinge dankbar sind, die Sie bereits haben, wie Ihre Familie, Ihre Gesundheit und Ihre Freunde,
kann das Ihre Einstellung dazu ändern, wie Sie Probleme angehen. Wenn Sie zu einem Vorstellungsgespräch gehen oder jemanden treffen, der Ihnen wichtig ist, achten Sie genau darauf, wie Sie Guten Tag sagen, wie Sie die Hand reichen und wie Sie aussehen. Wie Sie im obigen Beispiel gesehen haben, reichen die ersten ein oder zwei Indikatoren aus, um eine abschließende Beurteilung zu treffen. Wenn Sie eine Website haben und etwas verkaufen, dann sollten Sie untersuchen, was die ersten beiden Dinge sind, die Ihre Kunden sehen und wie diese sich dabei fühlen. Um die Macht des Priming zu verdeutlichen, werde ich Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung geben. Als ich eine Wohnung kaufte, nahm ich weder einen Immobilienmakler noch andere externe Dienstleister für die Bewertung der Wohnungen in Anspruch. Daher wusste ich, dass die Verkäufer einige Probleme leicht vor mir verbergen könnten. Also beschloss ich, das Priming-Prinzip anzuwenden, um die Verkäufer dazu zu bringen, ehrlich und moralisch zu handeln. Zu Beginn eines jeden Gesprächs mit den Verkäufern habe ich immer mit diesem Satz begonnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hoffe, wir werden eine faire Einigung erzielen. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl haben, dass ich unfair bin oder etwas Falsches sage, unterbrechen Sie mich bitte und wir besprechen es noch einmal. Ich möchte einfach eine faire und ethische Einigung für uns beide. Dies mag wie eine einfache Formulierung klingen, aber sie hat einen großen Einfluss auf das Verhalten der Verkäufer. Immer wenn ich das Gespräch mit diesem Satz begann, waren die Verkäufer während des gesamten Treffens sehr vorsichtig mit dem, was sie mir sagten. Ich konnte sehen, wie sie sich sehr bemühten, nicht zu schwindeln. In einigen Fällen erzählten sie mir sogar von den Problemen, die nach 5 Jahren auftreten könnten. 2 Verkäufer empfahlen mir sogar ganz offen, ihre Wohnungen nicht zu kaufen, weil sie der Meinung waren, dass sie aufgrund meiner Situation nicht zu mir passen würden. Dieser einfache Satz hat mir nicht nur Tausende von Euro gespart, sondern auch jedes Treffen zu einer angenehmen Erfahrung gemacht. Priming kann auch negativ sein. Wenn Sie sich zum Beispiel ständig selbst kritisieren und sagen, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, dann bereiten Sie sich auf einen Misserfolg vor. Sie bemerken es zwar nicht, aber diese Worte werden sehr schnell zu einer Gewohnheit. Das Priming funktioniert auf einer unterbewussten Ebene und Sie bemerken seine Auswirkungen zunächst überhaupt nicht. Die Forschung zeigt zum Beispiel, dass die Aufforderung, Wörter zu lesen, die mit unhöflichem Verhalten in Verbindung gebracht werden, dazu führt, dass sich die Betroffenen unhöflich verhalten und das Gespräch eines anderen unterbrechen. Denken Sie einen Moment nach. Wenn schon das Lesen unfreundlicher Wörter Ihr Verhalten negativ beeinflusst, können Sie sich dann vorstellen, was ständig wiederholte negative Gedanken mit Ihnen anstellen? Gedanken sind viel mächtiger als das Lesen von Wörtern, weil sie die Vorstellungskraft und Emotionen einbeziehen. Wenn Ihnen das Video bisher gefallen hat, hinterlassen Sie bitte ein Gefällt mir, denn das motiviert mich, jede Woche ein neues Video für Sie zu produzieren. Und nun zurück zum Video. Lassen Sie uns nun über die Verlustaversion sprechen. Stellen Sie sich vor, ich komme zu Ihnen und biete Ihnen ein Spiel an, bei dem ich eine Münze werfe und wenn Sie gewinnen, gebe ich Ihnen 10.000 Euro. Aber wenn Sie verlieren, müssen Sie mir 10.000 Euro geben. Sie haben eine 50-prozentige Chance zu gewinnen und eine 50-prozentige Chance zu verlieren. Würden Sie ein solches Spiel spielen? Ich bin mir sicher, dass Ihre Antwort Nein lauten wird, auch wenn der Geldbetrag, den Sie gewinnen und verlieren könnten, gleich ist. Ich muss eine viel höhere Belohnung anbieten, um Sie dazu zu bringen, ein solches Spiel zu spielen. Der Platz für negative Emotionen in unserem Gehirn ist 3-mal so groß wie der Platz für positive Emotionen. Negative Gefühle, die durch einen Verlust ausgelöst werden, sind viel stärker als positive Gefühle, die durch einen Gewinn verursacht werden. Um es noch kürzer zu sagen, wir hassen es einfach zu verlieren. Und das führt zu Verlustaversion. Schauen wir uns an, wie wir dieses Wissen zu unseren Gunsten nutzen können. Ein Beispiel. Wenn Sie jemanden davon überzeugen wollen, etwas zu tun, dann sprechen Sie nicht nur von Ihrem Nutzen. Erzählen Sie auch von den Risiken, die Sie damit eingehen. Verlustangst kann sehr gefährlich sein und uns vom Handeln abhalten. Vor allem, wenn es darum geht, eine neue Idee umzusetzen oder ein Unternehmen zu gründen. Wenn wir an die Risiken denken, denen wir uns stellen müssen, werden wir gelähmt. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen der Verlustaversion zu verringern, besteht darin,
die langfristigen Vorteile zu betrachten, anstatt sich auf die kurzfristigen Probleme zu konzentrieren. Versunkene Kosten. Versunkene Kosten sind jede Art von Aufwendungen, die in der Vergangenheit bereits geleistet wurden und nicht zurückerstattet werden können. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie kaufen eine Eintrittskarte für ein Konzert. Am Tag der Veranstaltung werden Sie krank. Obwohl Sie krank sind, beschließen Sie, das Konzert zu besuchen, weil Sie sonst Ihr Geld vergeudet hätten. Genau das Gleiche passiert mit unserem Unternehmen oder Projekt. Trotz der Verluste investieren wir weiter Geld und Mühe in ein Geschäft, nur weil wir in der Vergangenheit Geld darin investiert haben. Wir bleiben in einer schlechten Beziehung, weil wir so viel Mühe darauf verwendet haben, sie aufzubauen. Logischerweise hat das, was Sie bis zu diesem Zeitpunkt investiert haben, keine Auswirkungen auf den zukünftigen Erfolg oder Misserfolg Ihres Unternehmens oder Ihrer Beziehung. Vielleicht denken Sie jetzt, Sie würden logisch denken und dass Ihre bisherigen Investitionen keinen Einfluss auf Ihre zukünftigen Entscheidungen haben werden. Wenn das der Fall ist, warum behalten Sie dann immer noch all die Kleidungsstücke, die Sie nie tragen? Sie nehmen viel Platz in Ihrem Kleiderschrank ein, aber dennoch wollen Sie sich nicht davon trennen, weil Sie Geld dafür bezahlt haben. Warum werfen Sie Ihre alten Möbel nicht weg, die einen großen Teil Ihres Wohnraumes einnehmen? Sind sie etwas wert? Oder haben Sie einfach in der Vergangenheit nur Geld dafür bezahlt? Warum werfen Sie nicht die Süßigkeiten weg, die Sie in der Vergangenheit gekauft haben, obwohl Sie gerade auf Diät sind? Um all diese Entscheidungen treffen zu können, muss System 2 anspringen. Aber leider ist es etwas träge. Framing Bias oder mentale Voreingenommenheit. Nehmen wir an, Sie fühlen sich unwohl und gehen zum Arzt. Nach der Untersuchung sagt Ihnen der Arzt, dass eine 10%ige Chance besteht, dass Sie sterben werden. Dann gehen Sie zu einem anderen Arzt und dieser sagt Ihnen, dass Sie mit 90% Wahrscheinlichkeit überleben werden. Aus statistischer Sicht haben Ihnen beide Ärzte absolut dasselbe gesagt. Aber Sie würden sich viel schlechter fühlen, wenn Sie hören, dass Sie eine 10%ige Wahrscheinlichkeit haben zu sterben. Dies nennt man Framing. Kahneman sagt, die Entscheidungen, die wir treffen, werden stark von der Art und Weise beeinflusst, wie sie uns präsentiert werden. Verschiedene Formulierungen, Einstellungen und Situationen haben einen starken Einfluss darauf, wie wir Entscheidungen treffen. Es funktioniert wie bei dem Rahmen eines Bildes. Legt man das Bild in einen roten Rahmen, wird das Rot des Bildes hervorgehoben. Legt man das gleiche Bild in einen blauen Rahmen, wird das Blau betont. Der Halo-Effekt. Attraktive Menschen werden als intelligenter, lustiger und sympathischer wahrgenommen als weniger attraktive. Wenn zwei Frauen genau dasselbe Verbrechen begehen, neigen wir dazu, die attraktivere von beiden milder zu bestrafen. Es macht absolut keinen Sinn, aber unser System wird durch das Aussehen und andere irrelevante Merkmale beeinflusst, die mit der Entscheidung, die wir treffen, nichts zu tun haben. Ein Beispiel. Wenn ein Arbeitgeber einen Bewerber für attraktiv oder sympathisch hält, wird er ihn mit größerer Wahrscheinlichkeit auch als intelligent, kompetent und qualifiziert einschätzen. Wenn Sie also das nächste Mal einen Geschäftspartner auswählen oder sich von jemandem beraten lassen, fragen Sie sich, ob die Person wirklich über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt oder ob sie sich von dem Aussehen und anderen irrelevanten Dingen wie einem schöneren Auto, einem aufwendigen Lebensstil und so weiter beeinflussen lassen. Verankerung. Nehmen wir an, Sie möchten eine Lederjacke kaufen und finden eine sehr schöne im Laden. Sie überprüfen den Preis und stellen fest, dass sie 400 Euro kostet und empfinden sie deshalb als teuer. Sie beschließen, sie zurückzuhängen und in dem Moment stellen Sie fest, dass Sie den falschen Preis gelesen haben und der tatsächliche Preis 250 Euro beträgt. Plötzlich erscheint Ihnen die Jacke aufgrund der ursprünglichen Zahl, die Sie gelesen haben, viel billiger, auch wenn es sich um eine falsche Zahl handelt. Das nennt man Verankerung. Menschen neigen dazu, sich stark auf die erste Information zu fixieren, die sie hören oder sehen, und ziehen aufgrund dieser ersten Informationen ihre Schlüsse. Dies ist einer der Gründe, warum Autohäuser ihre teuersten Modelle ganz vorne im Ausstellungsraum platzieren, sodass die Fahrzeuge, die weiter hinten im Showroom stehen, ihnen im Anschluss viel günstiger erscheinen. Noch einmal:
Logischerweise sollten Zahlen und Informationen unsere Entscheidungen nicht beeinflussen, nur weil wir diese zeitlich eher wahrgenommen haben. Aber das tun sie oft. Eine Möglichkeit, sich vor Verankerung zu schützen, besteht darin, sich vor Beginn ein Limit zu setzen. Wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen, legen Sie in Gedanken einen Betrag fest, den Sie bereit sind zu zahlen, und überprüfen dann das Preisschild. Wenn der Preis über Ihrem Limit liegt, dann soll es heute eben nicht sein. Wenn Sie dieses oder ein anderes Buch kostenlos hören und meinen Kanal unterstützen wollen, dann nutzen Sie bitte den ersten Link in der Videobeschreibung. Mit diesem Link können Sie sich bei Audible anmelden und ein Buch kostenlos erhalten und dann kündigen, bevor die Probezeit endet. Auf diese Weise müssen Sie kein Geld bezahlen und können das Audiobook trotzdem behalten. Der Endowment-Effekt oder Besitzumfangseffekt. Der Besitzumfangseffekt ist eine emotionale Voreingenommenheit, die besagt, dass wir etwas irrational überbewerten, sobald wir es besitzen oder das Gefühl haben, es zu besitzen, unabhängig von seinem objektiven Wert. Dieses Prinzip tritt bei Testfahrten auf. Je länger die Menschen mit einem Produkt interagieren, desto stärker wird das Gefühl des Besitzes und die Bindung. Das Gleiche gilt auch für kostenlose Testversionen von Softwareprodukten und Online-Diensten. Je mehr Zeit die Menschen damit verbringen, diese zu nutzen und anzupassen, desto stärker wird das Gefühl des Besitzes und desto schwieriger, sie aufzugeben. Der Besitzumfangseffekt ist einer der Gründe, warum wir IKEA-Möbel lieben. Wenn wir Möbel von IKEA kaufen, verbringen wir Zeit mit dem Aufbau und plötzlich werden sie zu etwas, das wir geschaffen haben. Und deshalb lieben wir sie noch mehr. Der Besitzumfangseffekt beeinflusst unsere Entscheidungen sehr stark. Fragen Sie sich also immer, ob die Dinge, die Sie unterstützen, es auch wert sind oder ob Sie nur so denken und handeln, weil sie Ihnen gehören. Sind Ihre alten IKEA-Möbel, die Sie verkaufen wollen, wirklich den Preis wert, den Sie verlangen, oder werden Sie durch den Besitzumfangseffekt beeinflusst? Ist die Idee, die Sie in Ihrem Team verteidigen, wirklich eine gute Idee oder unterstützen Sie sie, weil sie von Ihnen stammt? Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler. Vor 3 Jahren handelte ich auf einer Trading-Plattform. Nach einigen Tagen las ich irgendwo, dass das Unternehmen, mit dem ich arbeitete, ein Betrüger sei. Also googelte ich: Ist dieses Unternehmen ein Betrug? Und raten Sie was? Ich fand jede Menge Leute, die behaupteten, dass es sich um ein betrügerisches Unternehmen handelte. Ich geriet in Panik und zog mein ganzes Geld ab. Ich habe dabei sogar einiges an Geld verloren, weil ich meine Position frühzeitig aufgeben musste. Nach einigen Tagen recherchierte ich andere Trading-Plattformen und stellte fest, es gibt zahllose, ähnlich schlechte Kommentare für die Mehrheit dieser Unternehmen. Das kam mir verdächtig vor, da ja nicht alle schlecht sein konnten. Später erfuhr ich, dass es sich bei dem ursprünglichen Unternehmen um kein betrügerisches Unternehmen handelte. Ich habe einfach nur eine Frage gegoogelt mit einer starken Voreingenommenheit und deshalb auch nur schlechte Kommentare gelesen, die meinen Verdacht und meine Überzeugung bestätigten. In der Psychologie wird diese Art von Verhalten als Confirmation Bias bezeichnet. Bestätigungsvoreingenommenheit ist die Tendenz, nach Beweisen zu suchen und zu finden, die unsere Meinungen und Überzeugungen unterstützen und den Rest zu ignorieren. Wir Menschen interpretieren alle neuen Informationen so, dass unsere bisherigen Überzeugungen und Schlussfolgerungen intakt bleiben. Wir vergessen sozusagen, dass eine Münze 2 Seiten hat und konzentrieren uns nur auf eine Seite, die unsere Überzeugungen unterstützt. Wenn Sie an etwas glauben wollen, werden Sie Beweise finden, die Ihre Überzeugung unterstützen. Man kann sogar Videos finden, die behaupten, die Erde sei flach. Und wenn man an die Theorie der flachen Erde glaubt, wird man in der persönlichen Überzeugung bestätigt. Bestätigungsvoreingenommenheit betrifft uns alle und ist überall anzutreffen. Zum Beispiel verbringen die Menschen im Allgemeinen lieber mehr Zeit damit, sich Informationen anzusehen, die ihren politischen Standpunkt unterstützen, während sie den Rest der Informationen, die ihrer Ansicht widersprechen, vernachlässigen. Bestätigungsvoreingenommenheit kann Ärzte dazu veranlassen, nach neuen Informationen zu suchen, um ihre ursprüngliche Diagnose zu bestätigen, während sie Anzeichen ignorieren, die ihre Diagnose widerlegen könnten. Es ist sehr schwierig, Bestätigungsfehler zu bekämpfen. Wir können jedoch die Gefahren verringern, indem wir die folgenden 3 Schritte befolgen. Erstens: Akzeptieren, dass es den Bestätigungsfehler gibt
Um ein Problem zu lösen, müssen Sie zunächst akzeptieren, dass Sie ein Problem haben. Zweitens, holen Sie immer einen gegenteiligen Rat ein. Es ist meist schmerzhaft, jemandem zuzuhören, der die gegenteilige Meinung vertritt, aber es kann Ihnen helfen, die Warnhinweise zu erkennen. Vielleicht ist Ihre großartige Geschäftsidee wirklich schlecht, aber Sie wollen sie so sehr, dass Sie nur die positiven Anzeichen sehen und die mangelnde Nachfrage ignorieren und weitermachen, ohne die Idee zu validieren und sie richtig zu testen. Drittens, stellen Sie keine bestätigenden Fragen, wie ich es im obigen Beispiel getan habe. Versuchen Sie stattdessen, neutralere Fragen zu stellen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie unser Gehirn funktioniert, dann sehen Sie sich meine Zusammenfassung von Jetzt, die Kraft der Gegenwart an, die Sie gerade auf dem Bildschirm sehen. Darin beschreibe ich, wie Sie sich mehr darauf konzentrieren können, im gegenwärtigen Moment zu leben und das Beste aus Ihrem Leben zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.